Mein allerschlimmster Flug, das ging so, das war zu Davdos-Zeiten, weil ich mit Wotan unterwegs. In München waren wir und wir haben Ecstasys Geschenk gekriegt. Ne? Und da dachten wir, wir können, unser Flug ging irgendwie am Abend nach Dortmund, also diesen Provinzflughafen München-Dortmund war der Flug mit German Wings oder so, Propellermaschine. So. Und wir hatten halt diese Ecstasys. Und da dachten wir, Mensch, und so ist auch schade, man soll ja nicht mit Drogen durch die Kontrollen gehen und so. Ja, da halte ich mich immer dran. Es gibt ja überall Drogen, also das bringt sich einfach. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal die E's, die wir noch haben. Waren für jeden anderthalb E's oder so, ja. Da mussten wir noch die Zeit totschlagen und sind aufs Oktoberfest gegangen, auf Ecstasy, ja. Das war schon katastrophal. Wir sind mit Achterbahn da gefahren und Geisterbahn und so, ja, auf Ecstasy. Und dann irgendwann sind wir dann zum Flughafen und da waren die Pillen so richtig, richtig am Wirken. Und das war, und da saßen wir dann in diesem Flugzeug und dann dachte ich irgendwann mal so, jetzt müssen wir langsam da sein. Ja? Für mich waren Stunden vergangen, das sage ich zu Wotan, wir landen ja bald. Da sagt er, Gabi, wir sind noch gar nicht losgeflogen. Ich hatte den Start erlebt schon. Ja? Ich hatte den richtigen Start erlebt. Ich war schon stundenlang in der Luft und dachte, jetzt müssen wir bald landen. Und das sagt der Gabi, wir stehen noch immer auf der Startbahn. Wir sind noch gar nicht losgeflogen. Und dieser Flug München-Dortmund hat sich für mich über Tage quasi Zeit, die ist nicht vergangen. Die ist einfach nicht vergangen. Und das war für mich eigentlich der schlimmste Flug, den ich je hatte.